Ich sehe, wie die Leute immer weiter sich durch die digitalen Medien, durch Computer- und Handykonsum von den eigentlichen Dingen des Lebens entfernen. Und mein Anliegen ist es, die Leute wieder ins Tun zu bringen. Sie sollen einfach wieder ein Stück Holz oder ein Stück Leder in die Hand nehmen und daraus was Schönes gestalten. Die Tüftelei ist eine mobile Werkstatt, in der ich die Leute ins Tun bringe. Ich habe nach der Schule zunächst mal BWL studiert und bin nach dem Studium in die Industrie eingestiegen. War dort jetzt 19 Jahre lang unterwegs in verschiedenen Positionen im Marketing. Ich habe aber gemerkt, dass mich diese Form des Arbeitens auf Dauer nicht glücklich gemacht hat. Das war mir zu generisch. Also ich bin diesen alten Glaubenssätzen hinterhergerannt, wie lernen wir erstmal was Ordentliches und. Das habe ich einfach über Bord geworfen und habe gesagt, so und jetzt mache ich nochmal ein neues Ding. Also das Konzept von der Tüftelei war zunächst mal relativ allgemein gestaltet. Ich hatte keine genaue Vorstellung, in welchem Raum diese Workshops stattfinden. Und irgendwann kam die Idee, das Ganze als mobiles Konzept aufzubauen. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem Van bzw. LKW, der flexibel genug ist und mir genug Fläche bietet, um bis zu 10 Teilnehmer in diese Werkstatt reinzustellen. Diese Klappe und auch das Dachfenster habe ich in der Werkstatt einbauen lassen. Auch die Lackierung hat eine Werkstatt für mich gemacht. Aber alles, was jetzt innen drin in der Werkstatt verbaut ist, das habe ich selbst in die Hände genommen. Ich möchte an der Stelle auch einfach zeigen, wie man ohne vorherige tiefe handwerkliche Ausbildung solche Sachen durchaus selbst einfach auf die Beine stellen kann. Ein Workshop ist für mich immer dann besonders gut gelaufen, wenn ich gemerkt habe, dass die Leute irgendwo einen Sprung für sich selbst gemacht haben, dass sie plötzlich vielleicht bestimmte Barrieren überwinden konnten. Solche Glaubenssätze wie, das kann ich nicht oder ich habe noch nie gebohrt. Oder aber auch, wenn Leute, die sich zuvor gar nicht gekannt haben, nach einem Workshop einfach als Gruppe aus meinem Van rausgehen und eine gute Zeit miteinander erlebt haben.